Assistenzarzt Li Pham hat Dienst in der Notaufnahme, als dort Mutter Heike eintrifft. Ihr Sohn Finn hat auf der Toilette eine böse Überraschung erlebt und braucht nun dringend Hilfe. Für dessen Kumpel Moritz scheint der ungewöhnliche Notfall dagegen ein großer Spaß zu sein. Sag mal, können Sie das mal unterlassen mit der Kamera? Lee, das muss für die Hochzeit. Möchtest du eine Liege haben? Wir brauchen eine Liege. Ich hol dir mal. Pack mal das Handy weg, ne? Sehr lustig. Echt. Können Sie sich bewegen? Ja, ein bisschen. Das klebt halt. Das zieht, wenn ich mich bewege. Okay. Da klebt eine Klobrille. Ja. Wir holen den Tragen, ne? Bitte. Ich geh mal gerade helfen. Können Sie es schaffen? Was ist einfacher, nach hinten oder nach vorne zu bewegen? Ich würde es nach hinten probieren. Ich habe mir gleich gedacht, dass da irgendetwas nicht stimmt. Ich meine, im Notfall passiert viel, aber dass jemand mit einem Toilettensitz angeklebt als Patient da ist, das haben wir nicht alle Tage. Der Klobrillennotfall ist für den 21-jährigen Finn der peinlichste Moment seines bisherigen Lebens. Und offenbar sind Freund Moritz und die anderen Mitbewohner seiner Studenten-WG dafür verantwortlich. Ihr Name ist? Finn Körner. Okay, Herr Körner, alles klar. Und Sie sind? Moritz Bolter. Ich mach mal an die Tätze. Wir sind Kumpel. Ja, wir sind WG-Kollegen. Und Sie finden das sehr angenehm. Ja. Aber Sie sind ja auch nicht in der Situation. Das ist nicht so schön. Weil ich glaube, Finn das auch findet gut. Das gerade auch. Finn, findest du es gut? Ich glaube nicht. Wieso machst du denn überhaupt? Darf der Freund dabei sein oder soll er rausgehen? Gehen durch dick und dünn. Ja, soll ruhig da bleiben. Wenn was ist, soll er es mit ansehen. Okay. Können Sie mir einmal ganz kurz erklären, wie dieser Sitz an Ihren Po kommt? Ich bin heute Morgen ganz normal wie jeden Morgen aufgestanden, bin ins Badezimmer gegangen, habe mich hingesetzt. Beim Aufstehen habe ich dann gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt. Klobrille blieb dran. Haben Sie denn eigenständig versucht, die mal ein bisschen abzumachen? Hat das nicht funktioniert? Nee, hat sie leider gar nicht. Ja, weil sollen wir das mal versuchen? Hast du gesehen, die hier ist nämlich auch alles rot, also gerade hier die Ränder, ne? Das sieht wie angeklebt aus. Ah. Ist gut, okay. Wir lassen es. Tut weh, ne? Ich habe es auch schon versucht, aber es sind ja auch überall Haare. Es klebt ja auch komplett an der Haut. Das kriegen wir so leicht nicht ab. Was ist denn da genau passiert? Wissen Sie das? Ja, der sitzt immer so ewig auf Klo. Und dann hat der erst verdient gehabt, dass wir den mal da festkleben. Ich meine, er ist ja sowieso immer da an sich. Weil das ist wichtig für uns. Das war ein ganz normaler Kleber, Superkleber aus dem Baumarkt. Kleber auf der Haut ist super gefährlich. Insbesondere, da die Haut aus verschiedenen Schichten besteht. Wenn man diesen Kleber wieder öffnen soll, was bei Superkleber eigentlich nicht gedacht ist, dann gehen im schlimmsten Fall mehrere Hautschichten verloren durch den Kleber, sodass es zu einer Einblutung kommen kann und zu einer Hautverletzung, die erstmal wieder heilen muss. Den habt ihr auf die Klobrille geschmiert? Richtig. Weil er eine Stunde am Tag. War ja sowieso, ich dachte, der will vielleicht da bleiben. Das ist kein netter Scherz. Dass es für Finns lange Toilettensitzungen eine geradezu schockierende Erklärung gibt, wird sich erst später zeigen. Mediziner Li Pham versucht zunächst mit einem Lösungsmittel den Sekundenkleber aufzuweichen, um den Sitz entfernen zu können. Gut, das sollte jetzt eingewirkt haben. Ja. Wir werden mal den ersten Test machen. Ist das in Ordnung für Sie? Ja, bitte. Ja? Gut. Einmal Zähne zusammenbeißen. Schön vorsichtig. Hebst du an der Seite an? Und? Glücklicherweise konnte man den Sitz sehr gut lösen. Vielleicht auch, weil er geschwitzt hat durch die Aufregung. Finn, dein Po ist einfach wunderschön. Er ist schön geblieben. Ach, mal die Klappe jetzt, bitte. Also wirklich. Das ist doch kein haben. Witz mehr, was hier passiert ist. Herr Körner, Ihre Haut hat es ganz gut überstanden, aber wir haben eine lokale Reizreaktion. Birgit, wir brauchen eine Wundenheilsalbe oder Vaseline. Scheint aber so, als hätten Sie Glück gehabt. Ich denke, es wird so mit Creme. Könnte mal ein bisschen wehtun jetzt, ne? Ja, solange es schnell geht, ist okay. Gut. Ja, so ganz schnell geht es natürlich nicht, bis wir dort alles eingecremt haben. Ja. Gehen, ne? Na, ja. Haben Sie Eile? Ja, ein bisschen, aber Warum? Was ist los? Ja, ich müsste doch schon auf Toilette. Schon wieder. Ja. Aber waren Sie nicht gerade auf Toilette? Ja, aber das hat halt nicht geklappt. Die Probleme beim Stuhlgang machen Li Pham zum Glück hellhörig. Möglicherweise ist mit Finns Verdauung etwas nicht in Ordnung. Der diensthabende Arzt geht der Sache sofort näher auf den Grund. Stimmt es wirklich, dass Sie so lange auf Toilette sind? Ja, also so wie er jetzt übertreibt, nicht. Also jeden Morgen. Jeden Morgen? Ich komme gar nicht auf die Toilette. Um wie viele Minuten sprechen wir denn? Also, mindestens 100. 100 Minuten? Mindestens. Ach, das ist doch übertreibt schon eine auf dem Klo. Ich weiß, ich brauche ein bisschen länger. Im Moment habe ich das, also in den letzten paar Monaten hatte ich das Gefühl,
dass es ein bisschen schwieriger wurde. Ich habe ein bisschen Bauchschmerzen noch bekommen, aber so wie er sagt, er übertreibt völlig, wirklich. Okay, was halten Sie davon? Wir haben auf der Toilette Stuhlproben, so ein kleines Stäbchen. Machen Sie uns doch bitte eine Stuhlprobe, dass wir es weiter untersuchen können, weil das hört sich nicht ganz normal an. Mhm. Ja? Sollte man länger als 10 Minuten auf Toilette brauchen, dann gilt es in erster Linie immer, einen Arzt zu konsultieren. Denn manchmal verstecken sich Erkrankungen dahinter, die weiter abgeklärt werden müssen. Während der Student eine Stuhlprobe abgibt, wird der Assistenzarzt an anderer Stelle gebraucht. Die 38-jährige Antje hat ihre Freundin Vera nach einem Schwindelanfall in die Klinik gebracht. Zudem klagt die Patientin über weitere Symptome. Ich höre irgendwie so schlecht. Sie hören schlecht? Ja. Okay. Wir machen ein bisschen Sport. Ja. Ja, und jetzt waren wir walken und auf einmal. Aber Sie sind nicht umgefallen, waren bewusstlos oder sowas? Nee, aber. Haben Sie genug getrunken? Genug getrunken? Ja, genug getrunken haben wir auch. Okay, ich mach mal einen kurzen Test. Ja. Kannst du mal Blutdruckmessung vorbereiten? Wo ist das Geräusch? Hier. Die Hörbeschwerden und der Schwindel haben Freundin Antje einen großen Schrecken eingejagt. Sie hat eine furchtbare Vermutung, was mit Vera nicht stimmen könnte. Ich hatte halt schon gedacht, dass das so vielleicht in Richtung Schlaganfall oder so gehen könnte, weil die Vorboten dafür ja jetzt so. Ein Schlaganfall? Ja, vielleicht, weil das ist, habe ich schon mal gehört, dass es halt da so, dass es so anfängt. Wenn man die Vermutung hat, dass jemand einen Schlaganfall hat, gibt es eine Regel, eine sogenannte Fast-Regel. F für Face, man lässt die Leute lachen, guckt, ob es symmetrisch ist. A für die Arme, lässt die Arme heben, ob das gleichmäßig ist, dass die Arme sind. Dann kontrolliert man die Sprache, manchmal ist sie verwaschen oder verschwommen. Wenn da irgendwas nicht stimmt, kommt das Letzte, das T, das heißt Time, das heißt sofort den Notarzt anrufen. Frau Schneider, Ihr Blutdruck ist in Ordnung, mhm. Sie hören links ein bisschen weniger. Mhm. Wenn Sie kein Kribbelgefühl haben oder mir kein, ist halt nur schwindelig total. Dann gibt es kein Anzeichen für einen Schlaganfall. Ach, siehst du. Ja? Gott sei Dank. Ich möchte einmal ganz gerne ins Ohr schauen. Ja. Wann waren Sie das letzte Mal beim HNO-Arzt? Schon länger her. Also ich habe ja nie Beschwerden gehabt. Also Ihr Ohr? Kein... ich brauche mal eine Pinzette. Einmal für Zirumenentfernung. Für was? Für was? Sie haben Ohrenschmalz, der den Gehörgang blockiert. Okay, aber ich mach die doch immer sauber. Der Ohrschmalz ist so tief, dass man den mit einer speziellen Pinzette rausholen muss. Und das kann man selbst nicht machen. Ich mach die immer mit Wattestäbchen sauber. Jo, das berühmte Wattestäbchen. Ah, und ganz schlecht. Sagen Sie bitte nicht, dass Sie die Wattestäbchen mit reindrücken. Ja, natürlich, zum Saubermachen. Wir haben es immer wieder hier, dass Patienten kommen mit Ohrbeschwerden, weil sie Wattestäbchen benutzen. Also jetzt nochmal für alle. Man darf Wattestäbchen benutzen, aber man reinigt damit nur die Ohrmuschel. Ohrenschmalz ist wichtig, weil er das Ohr feucht hält. Das heißt, es nützt ein Waschlappen mit Wasser beim Duschen und man wäscht sich die Ohren. Wenn man viel Ohrschmalzentwicklung hat, gibt es immer noch die Möglichkeit, dass man einmal im Jahr zum Ohrenarzt geht und sich den Ohrenschmalz professionell entfernen lässt. Das ist eigentlich der beste Weg. Wir werden dem Kollegen in der HNO Bescheid geben, dass er sich mal um die Steine auf dem Weg kümmert und okay. Die entfernt. Ja? Ja. Und dass sie dann wieder einen freien Gehörgang haben. Ja. Und in der Regel sind sie dann sogar besser als davor. Ja, super. Ja? Gut. Ja, Gott sei Dank. Ja, ja? Okay, gut. Die 36-Jährige war nach der Behandlung durch den Ohrenarzt wieder beschwerdefrei und wird auf Wattestäbchen künftig verzichten. Doch jetzt soll Patient Finn für erneute Aufregung sorgen. Denn der junge Mann ist von der Abgabe der Stuhlprobe immer noch nicht zurückgekehrt. Schon irgendwas Neues nehmen? Wo ist der Finn denn jetzt? Das wollte ich Sie gerade fragen. Ja, stell dir zurück. Der ist immer noch nicht zurück. Unterwegs. Das sind doch garantiert 15 Minuten, 20 Minuten. Ja gut, aber die Lernreihe ist ja bei ihm. Völlig normal. Da wird schon nichts passiert sein. Ja, so sitzt also normalerweise er auch immer bei euch? Das kann auch noch mal 10 Minuten dauern, bis das Bad wieder frei ist. Ach, da ist er ja. Finn, hi. Ihm geht's ganz schlecht, der ist total kaltschweißig. Ihm geht's schlecht. Er konnte nicht machen. Als der Kölner zurückkam vom Toilettengang, ich habe ihn gar nicht wiedererkannt. Er war kaltschweißig, wirklich aufgeregt, der Puls erhöht. Sowas passiert bei einem normalen Stuhlgang nicht. Können Sie mir sagen, ob Sie diese Schmerzen schon mal hatten? Ja, schon, aber noch nie so doll wie jetzt gerade.
Können Sie mit dem Finger drauf zeigen, wo die Schmerzen sind? Sie sind wirklich hier unten in dem Bereich. Geht das? In dem Bereich? Mit der Rolle? Der Student hat offensichtlich akute Schmerzen im Darm. Li Fam hofft, dass es sich dabei lediglich um eine starke Verstopfung handelt. Doch der Mediziner findet heraus, dass Finn bislang etwas Entscheidendes verschwiegen hat. Herr Körner, wann hatten Sie das letzte Mal harten Stuhlgang? Jetzt bestimmt 1 bis 1,5 Wochen her. 1 bis 1,5 Wochen? Normal sind 1 bis 2 Tage. Ich habe jetzt nicht gehört, dass es so schlimm ist. Ich dachte, das wird schon wieder. Ich muss Ihnen einmal Blut abnehmen, ja? Und mit Zugang bitte. Das hört sich nicht sehr gut an, um echt zu sein. Aber Finn, ganz ehrlich, ich verstehe das überhaupt nicht. Du ernährst dich gesund und isst doch immer Gemüse, Obst und... Eigentlich dürftest du doch gar keine Probleme mit der Verdauung haben. Mama Heike ist in großer Sorge und fragt sich ebenfalls, was die Darmbeschwerden verursacht hat. Nach den Untersuchungen gibt es für ihren Sohn nochmals schlechte Nachrichten. Herr Körner, beim Abhören habe ich sehr viele Darmgeräusche gehört. Der Darm arbeitet, aber es geht nichts raus. Und ich habe im Ultraschall einen Verschluss gesehen. Ihr Darm ist... Wenn das ein Ballon wäre, der ist knallgefüllt. Als ich dann beim Abhören metallische und starke Geräusche gehört habe, dann deutet das dafür, dass sich der Darm anstaut, dass da wirklich viel ist und der Darm eigentlich so dick und fest ist und angespannt, dass er möglicherweise sogar platzen könnte. Also Alarmstufe Rot. Das Ultraschallergebnis hat dies bestätigt. Wir müssen jetzt schnell handeln. Wir müssen sie aufnehmen. Wir probieren es konservativ mit einem Einlauf. Da kriegen Sie von den Schwestern Wasser von unten reingespült. Das ist rausgut. Wenn das nicht klappt, dann muss man im schlimmsten Fall sogar operieren. Das Fatale ist, wenn sich der Darminhalt staut, es ist wie bei einem Luftballon, der immer weiter aufgeblasen wird. Und der befindet sich leider im Körper. Wir haben 2 Bereiche im Körper. Einmal den keimfreien Bereich und einmal den Keimbereich, wo Bakterien drin sind. Und da, wo der Darm ist, da sind die Bakterien, die helfen uns. Und wenn der Teil mit den Bakterien so stark aufbläst, dass vielleicht sogar ein Teil vom Darm platzt, dann entleert sich das alles in den Bauchraum, wo alles eigentlich keimfrei ist. Es kommt dann zu einer Entzündung des Bauchraumes, eine sogenannte Peritonitis, die im schlimmsten Fall lebensgefährlich ist. In dem Fall muss man sofort operieren. Wie es zu dem Darmverschluss kommen konnte, stellt Li Fam vor ein Rätsel. Sein Patient hat sich einem Einlauf unterzogen und fühlt sich am nächsten Tag bereits viel besser. Bei der Visite fällt dem Klinikpersonal aber etwas Merkwürdiges auf. Ich dachte, hier lief ein Einlauf, Herr Körner. Das riecht ja fast nach Essen hier. Ja, ist vom Nachbarn gewesen. Der war vorhin hier mit irgendwem. Oh, hier riecht's voll nach Kantine. Pizza? Nee, so nach Überbacken. Die sind dann auch rausgegangen. Ah, okay. Wir haben gefragt, was das roch so, und dann haben wir gefragt, lecker, wie wir rausgehen können. Ich hab direkt Hunger. Ich hab dir ein paar Kekse gebacken. Mach extra für dich. Dankeschön. Der Einlauf hat sehr gute Ergebnisse gebracht. Wir haben aber auch viele Kotsteine mit rausbekommen. Lecker. Die hab ich auch schon gesagt. Es riecht wie bei unserem Italiener, wo wir immer Mittagessen gehen. Ja, stimmt. Die Werte. Als ich zum Schluss in das Patientenzimmer kam, ist mir natürlich sofort dieser gute Duft von Pizza in die Nase gestiegen. Zunächst habe ich mir da auch nichts bei gedacht und ich habe ihm wirklich geglaubt, dass sein Nachbar vielleicht Pizza gegessen hat. Aber das sollte sich ja dann noch anders herausstellen. Aber immer, wenn Sie sich bewegen... Ja. Das ist eine Pizza. Meine Nase täuscht mich doch. Nee, Finn. Hol die doch mal raus. Das glaube ich ja wohl nicht. Doch eh nicht hier ins Bett. Hast du die etwa gegessen? Ja. Nein, ich habe die aus der Pizzeria mitgebracht. Also Sie hatten doch gerade, sagen Sie nicht, dass Sie davon, Sie haben doch gerade einen Einlauf gehabt. Ja, ich dachte, 1, 2 Stücke sind okay. Das ist nicht das optimale Lebensmittel. Weißt du, was das für ein schlechtes Essen ist, gerade nach dem, was du hattest? Ich will sowieso nicht, dass du so ein Kram isst. Ja, hätte ich jetzt Nein sagen sollen, komm, ich will so einer... Nein sagen, war das richtig? Wir haben eigentlich ganz klar und deutlich gesagt, dass sie sich jetzt schonen müssen. Das hat der Doktor auch gerade gesagt. Das geht ja jetzt auch schon viel besser. Also ja, aber das hat alles Gründe, weil ihr Magen-Darm-Trakt ist ja jetzt einfach auch ein bisschen überfordert. Wie häufig essen Sie Pizza? Ja. Kann ja nicht so viel sein. Ich gebe ihm ja immer noch extra Geld dafür, dass er sich Gesundes kaufen kann. Und ja, so jeden Monat ein bisschen öfter, als du wahrscheinlich weißt oder denkst. Wie? Ja. Und jeden Monat drücke ich noch 50 Euro ab, damit du von deinem kleinen BAföG noch ein bisschen dir was Gutes kaufen kannst. Ja, ich weiß, Bio aber ist ja schließlich ein bisschen teurer als anderes. Sie haben einen erheblichen Vitamin- und Nährstoffmangel entwickelt. Ich konnte mir das nicht erklären, aber... Ist ja unglaublich. Das hat auch dafür gesorgt, dass der Darm einfach nicht funktioniert. Als ich die Pizza gesehen habe, habe ich mich, um ehrlich zu sein, gefreut.
weil ich einen Grund gefunden habe, warum dies passieren könnte. Das Blutergebnis hat auch einen Vitaminmangel gezeigt, was für so eine einseitige Ernährung, was das sehr gut erklären kann. Letzten Endes wissen wir, was wir dem Patienten anraten werden, eine Ernährungsberatung, Lebensstilumstellung und ein gesundes Leben mit einer hohen Lebensqualität. Jetzt haben wir aber die Ursache gefunden. Sie überlegen sich das nächste Mal noch mal gut, ob sie die Pizza nehmen und ob sie nicht vielleicht noch mehr Gemüse nehmen, weil sie haben gemerkt, zu was das geführt hat. Für mich ist die Sache geklärt. Sie wissen, worauf sie achten müssen. Sie bleiben noch hier heute und morgen können sie nach Hause gehen, ihre neuen Vorsätze definieren und dann auch durchführen. Man lebt nur einmal. Machen Sie was aus Ihrer Zeit, Herr Körner. Ich werde es versuchen. Dankeschön. Der 21-jährige Finn hat auf den Rat des Arztes gehört und das Fastfood von seinem täglichen Speiseplan gestrichen. Der Student achtet nun auf eine ausgewogene Ernährung und ausreichend Bewegung. Seitdem hat er keine Verdauungsprobleme mehr.